Wir sind heute beim Schulwandertag in Melle auf dem Freibadgelände. Circa 2400 Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Osnabrück, aus dem Landkreis Osnabrück sind hier versammelt, um mit diesem Schulwandertag auf den Deutschen Wandertag in Melle im August hinzuweisen. Also wir waren am Anfang sehr, sehr unsicher. Bekommt man es hin, Kinder, Jugendliche zum Wandern zu bewegen? Und die Resonanz mit 2400 hat uns überwältigt, das muss ich sagen. Und wir hoffen natürlich, dass diese Mädchen, Jugendlichen, die heute hier sind, auch ihre Eltern beim Deutschen Wandertag in Melle wieder mitbringen und alle hier wieder erscheinen. Wir haben dieses Jahr ganz speziell mit Blick auf den Deutschen Wandertag gemacht. Man muss aufgrund der guten Resonanz sicherlich nochmal mit dem Wiehengebirgsverband, der ja auch Veranstalter ist, darüber nachdenken, ob man das vielleicht in 2 bis 3 Jahresrhythmen ständig wiederholt und zu einem Event im Osnabrücker Land macht. Ihr könnt mir das gar nicht glauben, wenn ich hier oben stehen würde. Das ist ein beeindruckendes Bild. Das Freibad hier in Melle ist sonst selten so gefüllt wie heute. Und ich gucke in viele strahlende Gesichter. Das ist einfach beeindruckend. So wie ich das hier aufnehme, habt ihr, glaube ich, einen schönen Vormittag gehabt. Der ein oder andere ist im Wasser. Vielleicht habt ihr das auch noch vor. Das könnt ihr gerne machen. Es ist toll, euch hier zu sehen. Es ist toll, so viele begeisterte Gesichter hier zu sehen. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen schönen Vormittag und nachher einen guten Heimweg. Behaltet Melle in guter Erinnerung und kommt uns auf alle Fälle spätestens im August wieder besuchen.